Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir widmen uns heute der letzten Schlacht dieses Spiels und müssen es mit Gaara und dem Fäulnisdrachen aufnehmen. Die Situation sieht nicht gerade schön aus, ehrlich gesagt. Und ich habe nach dem letzten Part noch eine ganze Zeit lang geguckt, wie man eventuell das Ganze lösen könnte. Habe Jan auch mal drauf gucken lassen, weil das Ganze halt echt sehr übel aussieht, meiner Meinung nach. Es ist recht offen, die Gegner können von allen Seiten an mich dran, es sind sehr, sehr starke Gegner. Du hast Garon, der auch eine gewisse Reichweite hat, die Drachenadern, wo ich noch nicht ganz so sicher bin, wie die funktionieren und wie Garon sich verhalten wird. Die ganzen Siegel überall, wo vermutlich Verstärkung nachspawnen wird. Es ist schon eine schwierige Situation. Ich weiß, dass sehr viele Leute das Finale von Hoshido in einer Runde beendet haben. Sprich, die sind hochgestürmt und haben Garon umgenietet, wie auch immer, und fertig. Und ich könnte das auch versuchen, hatte auch mal drüber nachgedacht, weil die Situation eben wirklich nicht gerade nett aussieht. Aber ich würde es doch erstmal, ich sag mal, regulär versuchen, erstmal so ein paar Gegner aus dem Weg zu räumen, bevor ich da jetzt irgendwie durchrenne und das Finale in einer Runde beende oder in zwei. Das weiß ich nicht. Fände ich nicht ganz so schön. Deswegen will ich es erstmal so versuchen. So, es kommen sehr, sehr viele Gegner an uns dran, allerdings haben die auch wirklich alle genau diese Reichweite, die wir jetzt dort sehen, sprich, wenn ich Kamui oder Azura wegbewege, kommen die nicht wirklich weiter als jetzt. Das heißt, ich kann mich hier auf jeden Fall zurückziehen in diesem Bereich und würde versuchen, erstmal unten vielleicht ein bisschen aufzuräumen. Und ich hätte ganz gerne eigentlich meine Pairings wieder so ein bisschen zusammen. Die kämpfen zwar eigentlich immer einzeln, aber jetzt so fürs Finale fände ich das eigentlich ganz schön. Ganz, 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 ganz wichtig, weil Garon so viel KP hat, wäre Sakuras Fluchroute. Deswegen können wir jetzt einfach mal beten, dass sie mit 51% trifft. Sie hat auch schon mit 27% getroffen. Ich glaube, es waren 27. Beim letzten Mal, vielleicht macht sie es jetzt ja wieder. Sehr schön, okay. Ich meine, wenn es nicht getroffen hätte, hätte ich mir irgendwas anderes überlegen müssen, aber es ist natürlich unglaublich praktisch, dass er jetzt permanent nur 39 KP hat. So, dann schauen wir erstmal hier unten. Du kommst bis da, du kommst bis da. Ah, hier wirklich jemanden anlocken wird schwierig. Das heißt, ich würde vielleicht versuchen, den Erzritter hier unten anzulocken. Ihr kommt bis dort. Lass mich mal hier oben kurz gucken. Den Berserker will ich auf jeden Fall beseitigen. Wenn ich dann gegebenenfalls den Helden mit Setsuna noch beseitige. Dein Silberbogen ist zwar stärker, glaube ich, aber da Setsuna Bogenschützin ist, wirst du mit Sicherheit aufs Schwert zurückgreifen. Sprich, das wären dann 35. Und das würde ich auf jeden Fall überleben. Es würde zwar ziemlich wehtun, aber ich würde es überleben. Würdest du auch da oben dran kommen? Ja, du würdest auch. Ich würde wahrscheinlich mit Rajat einfach den Berserker beseitigen. Das ist das Sicherste, was ich machen kann. Er würde auch an Rajat dran kommen, aber ich glaube, er würde eher auf Setsuna gehen. Weil die sich nun mal nicht wehren kann. Okay. Das heißt, ich werde erstmal hier unten anfangen aufzuräumen. Rajat. Du bitte mit dem Drachengeist. Wäre zwar nicht nötig gewesen, nehme ich aber natürlich gerne. Aber ich muss sagen, das Finale ist schon sehr episch. Also diese ganze, sag mal, Vorgeschichte mit den ganzen Szenen aus dem letzten Part fand ich schon wirklich sehr gut gemacht. Und es macht mir auch nichts aus, dass Noor und Hoshido da, sag ich mal, storytechnisch oder von der Abfolge her recht ähnlich sind. Dass Kamui, sag ich mal, kurzzeitig im Jenseits ist und auch mal die Verstorbenen trifft und die machen ihm Mut. Das kennt man ja von Noor auch, aber das finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht. So, du hattest Mosu als Partnerin, beziehungsweise als Mutter. Packen wir euch doch auch mal ruhig zusammen. Und ja, ich finde die Map eigentlich ganz cool, aber schon schwierig. Für mich jetzt, weil es so offen ist. Und die Musik ist natürlich wunderschön. So, Setsuna. Du sollst den beseitigen. Nehmen wir ruhig den Doppel-Yumi. Wobei, Doppel-Yumi, grün, Silberschwert, rot. Prinzipiell im Vorteil, durch aber Waffenvorteil umdrehen, dann doch wieder im Nachteil.
Dann nehme ich doch lieber den Silberjubi. Weil der mit dem Silberschwert wird auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, da ist es wirklich schlauer, die Waffe hier ausgerüstet zu haben. So, dann ist der nämlich auch schon mal weg. Das ist gut. Wie gesagt, der Bogenritter wird bestimmt auf Setsuna gehen, aber das halten wir aus. Das geht also. So, ich gebe dir Mariuma zur Unterstützung. Die beiden sind ja auch ein hübsches Pärchen. Kana und Azuki kann ich auch zusammenpacken. Ich könnte natürlich versuchen, den Helden hier anzulocken, da unten. Das würde auch funktionieren. Ja, also wenn ich mich hier hinstellen würde. 40. Das geht eigentlich. Also das könnte ich schon machen, dass ich den hier anlocke mit Kana und Azuki. Dann kommt der da zwar dran, aber das ist ja nicht so schlimm. So, und hier unten. Kamui ist natürlich derjenige, der auf jeden Fall auf Garon einprügeln sollte. Deswegen denke ich mal, werde ich Oboro auch schon mal nach oben schicken. Das gibt ja nochmal gut Stärke und alles dazu. Und Rinka und Saizo können hier unten dann anlocken. Du hattest ein Silberschwert und ein Speer. Okay. Heißt, wir packen euch zusammen und dann stelle ich euch einfach mal hier ab. Wechseln. Du hast die Adamantkeule. Okay, dann können wir den nämlich auch schon mal anlocken. So. Dann haben wir die Pärchen schon mal zusammen. Midori und Sakura gehören ja auch zusammen. Takumi und Azura gehören zusammen. So, Selki stelle ich auf jeden Fall auch schon mal hier weg. Mit Hinoka zusammen. Also ich glaube wirklich, Kamui und Oboro und Azura und Takumi könnten bei Garon so ein bisschen was machen. Aber erstmal, ja, ziehen wir uns so ein bisschen zurück. So, da würde der Held dran kommen. Da würdet ihr dran kommen. Ich markiere euch auch mal. Und ihr seid ja noch ein bisschen weiter weg. Da. Da. Da würde der andere Held noch dran kommen. Und die Dienstmagd auch. Ich glaube, ich werde jetzt hier wirklich erstmal warten, was jetzt in der ersten Runde passiert. Achso, du gehst mit dem Berserker zusammen darunter. Aber das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich habe im Vorfeld wirklich geguckt, so gut ich konnte. Und weil ich ja nun mal zwar schon ein bisschen Fire Emblem Erfahrung habe, aber jetzt nicht unendlich viel, hat Jan auch nochmal drauf geguckt. Aber es ist halt schon eine schwierige Situation, weil wir da alle in der Mitte stehen und es ist nicht so viel Platz, der wirklich safe ist. Und die sind ja schon alle ziemlich stark. Also das finde ich schon gar nicht so einfach. Ja, genau wie ich gedacht habe. Moment, wieso habe ich... Ich bin auch irgendwie blöd. Ich habe es genau umgekehrt gedacht bei Setsuna. Ich dachte mir so, ach nee, nimmst den Doppel-Yumi nicht, weil ja quasi dann der Waffenvorteil umgedreht wird. Aber ich habe ganz vergessen, dass ich normalerweise im Nachteil bin und wenn ich umgedreht hätte, wäre ich im Vorteil gewesen. Na gut, da habe ich kurz ein Brett vorm Kopf gehabt. Ist aber nicht so schlimm, sie hat es ja auch so ganz gut überstanden. Müssen dann nur hier gucken. Da kommst du auf jeden Fall noch dran. Okay. Hier bleibt alles schön da hinten stehen. Saizo. Du hast so eine Waffe. Saizo kann ihn nicht besiegen. Aber Saizo kann ihn schon mal wirklich gut anknacksen. Das ist auch schon mal viel wert. Also ich finde, wie gesagt, die ganze Situation schon knifflig. Aber ich denke, dass... kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. So, der ist auf jeden Fall quasi besiegt. Muss halt nur gucken, wie ich das hier mache. Sobald ich mich dahin stelle, kommt der Bogenritter an mich dran. Okay. Wenn ich also Rajat... Kann Rajat den überhaupt besiegen da hinten? Eigentlich nicht so. Also mir bleibt ja sowieso nicht so viel anderes. Wobei, warum gehe ich auf Distanz? Wobei, der hat beides. Ist eigentlich vollkommen egal. Mir bleibt sowieso nicht so viel anderes übrig, als den erstmal außer Gefecht zu setzen hier unten. Weil der hat auch eine ziemliche Reichweite. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier so wird. Ich möchte das Finale noch so ein bisschen genießen, auf jeden Fall. Und auch gucken, was Garon, wie gesagt, macht und wann die Verstärkung kommt. Ich denke, die wird auch unendlich nachspawnen. Hier unten.
Ihr kommt hier auf gar keinen Fall dran. Dann könnte ich auch eben kurz Selki und Hinoka runterschicken. Nimm ruhig die Wächter-Naginata. Und den schon mal platt machen, was gar nicht so verkehrt ist, weil wenn dann wirklich der Dunkelritter kommt, den können wir auf jeden Fall dann gut mit den beiden abblocken. Ist vielleicht, das sage ich mal, nicht das Beste gewesen, mich zu verbinden, weil ich jetzt quasi nur die Hälfte von Angriffen habe. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich wollte einfach, dass die Pairings nochmal zusammenkämpfen können. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dann würde der Bogenritter an mich drankommen, was aber bei Rajat jetzt auch nicht so dramatisch ist. Die hat ja noch ein bisschen Power von Moso bekommen. Das Blöde ist so ein bisschen, dass sie geschwächt ist und ihn dementsprechend nicht ganz besiegen kann. Vielleicht macht sie einen Crit. Ein Drittel Chance ungefähr. Oh Gott sei Dank. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Man hätte es vielleicht auch anders umspielen können. Hätte den mit Azugi vielleicht platt machen können und dann wäre nur noch der Held und der Bogenritter von oben dran gekommen. Oh wow. Aber okay. Ich beschwere mich nicht, er ist weg. Der Bogenritter kommt überall hier dran, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. So, wir sollten nur dich hoffentlich dann auch beseitigen. Ah, ich bin so echt so ein bisschen angespannt beim Finale. Ich finde es total episch, die Atmosphäre ist super und es ist nun mal die letzte Schlacht von diesem Let's Play. Moment, wieso? Wieso habe ich gerade gedacht, ich würde ihn damit besiegen? Ich weiß auch nicht, in meinem Kopf war ich mir gerade sicher, ich würde ihn damit besiegen. Ich bin auch irgendwie, glaube ich, nicht ganz auf der Höhe. Also schon auf der Höhe, aber ich weiß nicht, ich bin einfach so ein bisschen angespannt bei der ganzen Situation. Es ist schwierig. Ich fühle mich ein bisschen eingeengt und die ganze Atmosphäre ist zwar super episch und ich freue mich total, wenn Garon endlich besiegt ist. Aber wie gesagt, man will natürlich auch möglichst gut spielen und ob mir das dann immer so gelingt, ist die andere Sache. So, wenn ich Oboro hier zwischenstelle, dann dürfte ich eigentlich ziemlich safe sein. Sprich, ihr wartet hier unten und Oboro stelle ich quasi hier zwischen, um alles abzufangen. Genau. So, du gehst aber zu den anderen Charakteren, das habe ich mir schon fast gedacht, weil Kana ein leichteres Opfer ist. Wir kriegen zwar nochmal gut Schaden, aber dafür ist dann auch die Doppelverteidigung voll für den nächsten Angriff. Und Kanas Fähigkeit aktiviert sich. So, dann schauen wir doch mal. Alles klar. Das Problem, was ich jetzt hier so ein bisschen habe, sobald ich den Dunkelritter versuche anzugreifen, von hier aus oder von hier aus, dass der Berserker drankommt. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so lustig. Ich meine, wenn ich Rinka da reinstelle, ich kann gerade nicht sehen, wie schlimm es wäre. Ich denke, die würde einiges wegstecken. Rein theoretisch könnte das reichen. Dann wäre der weg. Und du hast 6 Schritte. 1, 2, 3... Und wenn ich dann hier zum Beispiel Renka und Sai so hinstelle, dann müsstest du quasi einen Umweg gehen und würdest vermutlich gar nicht da dran kommen. Wie ist das mit Takumi? Kann er das zuverlässiger machen? Nicht wirklich, außer er crittet. Okay. Und ich denke Midori auch nicht. Nee. Gut, Sakura. Du hast mit der Fluchroute schon wirklich gut getroffen. Es wäre super, super wichtig, wenn du jetzt auch nochmal zuverlässig treffen würdest gegen den Dunkelritter. Einmal. Gut, jetzt kommt der Gegenschaden. Okay, du hast meine Erwartung übertroffen. Meine Erwartungen. Meine Güte, man merkt diese Nervosität jetzt so beim Finale, glaube ich, wirklich ein bisschen. Ich kann nicht mehr reden und teilweise kann ich auch nicht mehr rechnen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe trotzdem Spaß daran. Ich hoffe, ihr auch. So, und wenn ich jetzt Rinka und Sai so hier hinstelle, das wäre quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Und du hattest auch nichts zum Werfen. Ich meine, gut, dann kommen noch ein paar mehr Charaktere an mich dran. Ich könnte mich auch hier ruhig hinstellen. Wobei, stelle ich mich mal hier hin. Rinka, Adamantkeule, so. Jetzt sind die auf jeden Fall schon mal safe.
Da ist nur noch der Golem. Okay, aber du hast gerade deine volle Stärke. Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich. Und da ich quasi keinen Gegenschaden bekomme, bleibt meine Doppelverteidigung auch erstmal bestehen. Das finde ich auch gut. Also ich glaube, alles in allem kann man wirklich sagen, egal ob das Finale bei Noah oder bei Hoshido stattfindet, und ich hoffe, bei Revelation wird es genauso sein, ist es für mich schon episch inszeniert, auf jeden Fall. Die ganze Atmosphäre, das ganze Storytelling, ich meine, über die Story in Fates kann man sich zwar irgendwie ein bisschen streiten, aber so allgemein finde ich es halt jetzt gegen Ende wirklich ganz schön gemacht. Wir haben noch Shuriken-Spezialist bekommen. Die Musik ist natürlich göttlich und es ist auch gar nicht so einfach, wenn ich das hier so sehe. So, ich glaube, wenn ich jetzt dahin stellen würde. Also es gefällt mir auf beiden Seiten wirklich gut. Dann würdest du mit deinem Fimbul Winter drankommen. Ich glaube, ich bleibe einfach erstmal hier stehen mit den beiden. Und ihr könnt mal nach hier oben so ein bisschen aufrücken. So. Ryoma und Setsuna können auch ein bisschen aufrücken. Genau wie ihr beide. Ich wechsle auch mal, habt ihr mehr Reichweite. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich muss schon so ein bisschen aufpassen, vor allem, weil ich denke, dass auf jeden Fall auch unendlich Verstärkung nachkommen wird. Es ist halt ein Finale, es ist auf schwer gespielt, also davon gehe ich aus. Vor allem diese Siegel auf dem Boden kenne ich aus dem Awakening-Finale. Ich denke, das wird hier bestimmt auch so sein. Oh, sehr schön. Und ich weiß halt auch noch nicht, was Garon so macht. Okay, ich wurde nicht weggecrittet, alles gut. Mein Herz ist wieder kurz stehen geblieben. 6% ist nicht viel, aber es ist immer noch zu viel für meinen Geschmack. So, und du? Okay, du triffst sowieso nicht durch die Doppelverteidigung, aber du hättest auch nicht viel Schaden gemacht. Und selbst wenn ich die 5 Schaden von dem Golem noch kassiert hätte, würde ich immer noch stehen. Also ja, vor allen Dingen vor Garon habe ich so ein bisschen Angst, was er jetzt vielleicht macht, weil er kann sich ja nun mal auch bewegen. Aber das werden wir feststellen. Jetzt muss ich erstmal auf der Seite so ein bisschen aufräumen. Das Problem ist, an den Golem komme ich nicht so wirklich dran. Allerdings würde ich das überleben. Aber lasst mich erstmal gucken, ob von oben... Nee, ihr bleibt schön da oben. Das heißt, das kann tatsächlich Sakura übernehmen. Weil sie bekommt 27 Schaden, aber das überlebt sie, Gott sei Dank. Und sie kann ihn auf jeden Fall sicher rausnehmen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann, ihn magisch anzugreifen. Dann macht die kleine Sakura nochmal ganz wichtige Aufgaben hier in der letzten Schlacht. Hat den Dunkelritter auf jeden Fall platt gemacht, hat die Fluchrute rausbekommen und macht einen Golem auch noch platt. Wird zwar selbst ziemlich geschädigt, aber trotzdem, also gute Arbeit auf jeden Fall von Sakura an dieser Stelle. So. Und was ich noch sagen wollte, ich freue mich auch auf das, was danach dann vielleicht kommt, also der Schlachtreport und generell, wie das Ganze so ausgehen wird. So, hier kann Sai so nicht so viel machen. Aber Raja doch bestimmt. Die hat doch auch wieder vollen Angriff. Ah, Moment, stell dich ruhig mal hier hin. Dann dürfen wir so den Berserker doch, ja, ziemlich gut platt bekommen. Ich meine, das Problem ist natürlich, dass jeder zweite Angriff von mir ein bisschen schwächer ist jetzt. Aber sie macht trotzdem noch super Schaden. Das passt schon. Zack. Das ist schon echt nicht schlecht. Und sie trifft auch sehr oft mit 100%. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. So, ihr kommt nicht dran. Hinoka und Seki würden drankommen. Ich würde hier auf jeden Fall schon mal 30 Schaden machen. Oder auch ein bisschen mehr. Okay, das nehme ich. Also ich bin, wie gesagt, echt gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Und freue mich da auf jeden Fall drauf. Dass man das in einer Runde schaffen kann, finde ich natürlich gar nicht schlecht. Es zeugt ja auch schon von einer gewissen Taktik, wenn man das wirklich hinbekommt in einer Runde. Ich habe es aber der Xander-Mission auch ähnlich gemacht. Ich habe es ja auch recht schnell beendet. Aber so ein bisschen genießen würde ich das Finale schon noch ganz gerne. So für mich persönlich. So. Wenn ich Ogoro jetzt hier stehen lasse, dann kommst du natürlich dran. Und du kommst dran. Ich glaube, ansonsten immer noch keiner. Das würde sie aber, glaube ich, überleben mit dem Wasserrad. 34 Verteidigung. Würde ein bisschen mehr mit der Silberaxt bekommen, weil das geht. Für Mulwinter ist es auch nicht so stark. Ich könnte Azura und Takumi dahinter schieben. In der Hoffnung, dass er sich vielleicht entscheidet, Azura anzugreifen.
Aber du kommst auf gar keinen Fall da dran, richtig? Richtig. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann es ja mal versuchen. So, aber ich habe es ja jetzt schon öfters gesagt. Ich finde das Finale trotzdem atmosphärisch toll. Ich finde es total schön, dass wir mit unseren Pairings nochmal kämpfen und nochmal alles rausholen. Also das ist schon... Oh, das war ganz schön knapp. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. So, du darfst dich auch mal wieder voll heilen. Und dann gucken wir, was passiert. Bin immer noch gespannt, was die Drachenadern denn wohl bewirken. Das sieht ja sehr lecker aus. Ich weiß nicht, ob die uns... Oh, süß. Ob die uns wirklich Schaden machen, diese... Ja, dieser dunkle Bereich. Oh, schöne Aussicht. Und du greifst noch an. Ja, gut. Autsch! Das Wasserradschaden. 33 mal 2. Heureka. Und weg. Ich liebe das Wasserrad. Es sieht so episch aus. Aber wir schlagen uns bislang eigentlich ganz gut. Abgesehen davon, dass ich manchmal so ein bisschen derpig bin. Kids eigentlich. Aber diese Fäulnis hier. Oh, sehr schön. Scheint uns keinen Schaden zu machen. Ich weiß halt auch nicht, was er jetzt vorhat. Ob er sich jetzt dorthin bewegen möchte. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal hier oben so ein paar Einheiten schon mal markieren. Dass ich mir auf jeden Fall sicher sein kann, dass die nicht an mich drankommen. Also noch stehe ich da ganz gut. Okay. Der Held. Ah, du hast ein Kriegerschwert. Das ist schon ein bisschen unangenehmer. 23. Du greifst aber auch nur einmal an in dem Fall. Wir könnten dir schon mal sehr, sehr, sehr guten Schaden machen mit der Silbernaginata. Wie viel Schaden kann Midori machen? Eher nicht so. Ich hätte noch Saizo und Rinka im Angebot, die sich auch noch wehren können. Das wären schon mal 20 Schaden. Ich glaube, das nehme ich auch schon mal. Wenn dieses... Oh, das sieht man sogar im Kampf. Wenn dieser Dampf mir halt keinen Schaden macht, dann kann ich mich ja auch ohne Probleme draufstellen. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, welches Finale jetzt nur von der Schlacht her hat euch besser gefallen. Nor oder Hoshido? Das würde mich ja auf jeden Fall mal interessieren. So, du kommst auf jeden Fall nur bis da. Und du auch, okay. Also ich weiß nicht. Ich finde, glaube ich, Moment, so. So. Die ganze Situation hier bei Hoshido, für mich persönlich, ich sag mal, befriedigender, weil ich Garon jetzt letztendlich vermöbeln kann. Ich finde aber die Drachenadern tatsächlich bei Nor gefährlicher. Und ich glaube, die Schlacht allgemein finde ich hier ein bisschen gemeiner. Bei Nor hast du ja einen recht langen Gang und hier hast du halt eine große freie Fläche. Aber ich kann es auch schlecht vergleichen, weil es einfach nicht die gleichen Charaktere sind und weil ich auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spiele. Achso, du hast gar keine Mixtur. Stimmt, da war was. Wenn ich Kana und Asugi mal hier parke, kannst du dir die eine Mixtur mal holen. Genau. Und dich auch ruhig mal kurz hochheilen damit. So. Okay. Dann hier oben. Ich könnte jetzt den Wyvern-Ritter auf jeden Fall mit Oporo platt machen. Da würde auch niemand, glaube ich, drankommen. Du hast 6 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 5, 6. Aber nee, du kommst auf gar keinen Fall bis da unten. Auch wenn ich jetzt einen Schritt vorgehe. Gut, mein Wasserrad ist... Ist es gerade geschwächt? Ja. Das heißt, ich hole meine Stärke zurück. Kriege auch keinen Schaden durch die Doppelverteidigung. Und mache dich auf jeden Fall platt. Das sieht gut aus. Und wenn ich dich tatsächlich wegcritten sollte, habe ich sogar eine Doppelverteidigung voll. Oh yes. Was definitiv nicht schaden kann in dieser Schlacht. Ist immer so ein bisschen gemein. Du sammelst eine Doppelverteidigung und im gleichen Zuge ist sie wieder weg. Aber so ist natürlich super. Und Level 18 mittlerweile schon. Dumm die dumm. Also Oboro und Kamui sind mit Sicherheit meine stärksten Einheiten. So. Und dann kann ich hier schon mal so ein bisschen aufrücken tatsächlich, weil unten habe ich ja vorerst zumindest
aufgeräumt. Ach, ich bekomme da doch Schaden. Ah, I see. Es steht jetzt nicht direkt dran, dass ich Schaden bekomme. Ich bekomme auch so gesehen, hi, nicht jede Runde Schaden dadurch. Aber er kann quasi meine KP mir entziehen. Das ist ja interessant. Wir kommen nur leider nicht ganz an Garon dran von hier aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da müssen wir dann mal gucken. Also hier ist noch einer nachgespawnt und hier unten. Aber da er aktuell sowieso volle KP hat, stört mich das ehrlich gesagt nicht so. Weil über 39 kann er sowieso nicht hinausgehen. Gucken wir mal. Wie ist das hier? Schaden kann ich dir nicht so wirklich mit Hinoka machen. Und Selkie würde zwar Schaden machen und auch keinen kassieren, aber kann ihn leider auch nicht platt machen. Okay. Du hast eine Silberlanze. Alles klar. Dann gehen wir schon mal nach hier. Silberlanze. Wir können dich gerne mit Rinka anlocken. Mit der Adamantkeule ruhig. Ah, wie mache ich das jetzt hier am schlausten, ist so die Sache. Ihr bleibt alles schön da hinten. Ihr habt jetzt auch hier nicht so die dramatische Reichweite. Du kommst halt noch ziemlich weit. Wenn ich mal kurz euch demarkiere. Ah, ich habe echt nicht so viel Fläche. Genau genommen habe ich nur dieses eine einzige Feld, wo ich den General anlocken könnte. Es ist ein bisschen doof, dass ich nicht zu Garon hinkomme, weil ich glaube, das wäre definitiv nicht verkehrt. Oh, im Umkehrschluss. Da, wo ich jetzt gerade, also wo Azura und Takumi gerade stehen, da würde nur Garon drankommen. Ich weiß halt nur nicht, ob der sich anlocken lässt. Das ist so die Sache. Weil ich habe ja auf jeden Fall eine Doppelverteidigung voll. Und ich glaube, auch wenn nicht, du hast einen Angriff von 61, dass wir das aushalten würden. Das könnte ich tun. Weil du kommst bis da und kannst dann hier angreifen. Das ginge. Okay. Ah, es ist, wie gesagt, also ich glaube schon, wenn ich mit Kamui und Oboro an ihn drankomme, dass ich dann gut was machen kann. Aber dafür müsste ich erstmal an ihn drankommen. Sprich, euch packe ich hier. Und da kommt auch wirklich nur Garon dran. Okay. Will ich das jetzt riskieren? Sie dahin zu stellen. Also eigentlich habe sie eine Doppelverteidigung voll. Es kann so gesehen nicht viel passieren, wenn sie hier steht. Dann wird sie den Angriff auf jeden Fall abfangen können. Von daher gesehen werde ich das mal machen. Wenn er wirklich auf uns zukommen würde, dann wäre das ziemlich gut. Autsch. Du hast eh volle KP. Weil dann habe ich ihn wirklich vor mir stehen. Gut, du gehst auf Rinka, das war ja zu erwarten, aber dafür habe ich sie auch dahingestellt. Es ist interessant, dass diese Fäulnis wirklich nicht, sag ich mal, jede Runde Schaden macht, sondern wirklich, also es macht ja schon jede Runde Schaden, aber dass dieser Schaden wirklich von ihm aufgesaugt wird. Das finde ich ganz interessant. Was hast du denn für eine Level 15 Fähigkeit eigentlich? Talion. Nice. Wird mir jetzt nicht mehr so viel nützen, aber nice. So, da spawnen sie alle nach. Aber er kommt nicht auf mich zu. Okay. Aber ich werde gut geheilt. Immerhin. Dank Azura da in der Mitte. Jetzt ist sie natürlich auch nicht mehr voll. Aber ich würde an Garon drankommen. Hier würde ich ihm 20 Schaden machen. Ich hätte auch dann die Doppelverteidigung voll durch meinen Angriff und würde also nichts kassieren, abgesehen davon, dass da 30.000 andere Gegner um mich herum stehen. Oder ich könnte ihm 36 machen. Das würde nicht ganz reichen, aber wenn irgendwer zur Hilfe kommt und ihn vorher schon mal anschwächt, dann wäre das schon mal nicht schlecht. Ich hätte eine Doppelverteidigung voll.
nach meinem ersten Angriff. Sprich, ich würde die 39 Schaden auf gar keinen Fall bekommen. Das Problem ist, wenn Kamui dann nicht trifft, ist er vermutlich tot. Hier so in der Mitte. Weil da potenziell... Du kommst dran. Du kommst dran. Du kommst dran. Du kommst dran. Du würdest nicht drankommen. Wer würde noch drankommen von der anderen Seite? Du würdest drankommen. Und du würdest drankommen. Also das sind schon einige. Also ich wäre auf jeden Fall tot. Andererseits, der berühmt-berüchtigte Drachenbiss beim Final Boss, den gefühlt jeder bekommt, der schon fast gescriptet ist. Also, ja, vielleicht würde er es auch alleine schaffen, aber er bräuchte wahrscheinlich ein bisschen Unterstützung im Vorfeld, um es auch auf jeden Fall zu schaffen, weil ich will mich, ouch, nicht darauf verlassen, dass da ein Drachenbiss kommt. Takumi könnte ihn anschwächen und potenziell auch wegcritten. Ich meine, würde ihn nicht töten, aber gut schwächen. Dann würde sogar ein Schlag von Kamui reichen. Und ich würde es überleben. Er würde mir 40 Schaden machen. Ich würde es ganz knapp überleben. Also das würde auf jeden Fall gehen, wenn ich das machen wollen würde. Dank der Fluchroute ist es nicht so das Problem. Ich weiß nicht, was man ohne Fluchroute machen würde. Dann würde ich sagen, wir versuchen das im nächsten Part mal, weil hier sowieso unendlich viel Verstärkung spawnt. Da hat es, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Ich kann euch mal kurz demarkieren. Jetzt verzweifelt zu versuchen, alle Gegner zu bekämpfen, weil es kommt immer mehr Verstärkung und die Level werden eh nicht gespeichert. Und es ist die letzte Schlacht. Deswegen würde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal versuchen, Garondam umzunieten und das Ganze zu beenden. Es war ein kurzes Finale, aber ich sag mal so, manchmal muss man, auch wenn das jetzt seltsam klingt vielleicht, taktisch auch einfach durchpreschen. Also klar, ich nehme gerne alle Gegner mit, aber man sollte natürlich immer das machen, was am schlausten ist. Und ich nehme ja nur immer alle Gegner mit, weil ich so vorsichtig spiele und das für mich persönlich das Sinnvollste ist. Aber in dem Fall glaube ich, da durchzurennen und Garon in einem Platz zu machen, ist, glaube ich, das Sicherste, was man machen kann. Deswegen sind die Drachen dann auch eigentlich nicht so schlimm, weil ich habe sowieso nicht vor, ihn stehen zu lassen. Deswegen habe ich da nicht so viel Angst vor. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Schlacht in Angriff genommen habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.